Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips und heute geht's weiter mit City Skylines. Ja, hier hinten ist schon wieder ein Gebäude abgebrannt, was auch sonst. Wie sieht's aus? Wir brauchen mehr Industriegebiet, glaube ich. Das heißt, wir werden hier mal unser Wood Town mal so ein bisschen erweitern. Wie machen wir das am besten? Am besten würde ich da eigentlich so einen Kreisel hier so drum ziehen, ne, oder so. Das wäre wahrscheinlich ganz cool. So. So. Ja, warum nicht? Und dann eine Gerade da oben ran. Zack. Dann können wir da noch ein bisschen Industriegebiet machen, ein bisschen Holzindustrie. Denn da haben wir gerade ein bisschen Nachfrage. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir relativ viel ja auch Bürogebäude und sowas ausgewiesen haben, ein bisschen relativ viel Geschäftsviertel und sowas. Aktuell haben wir auch irgendwie so gar nicht so die Nachfrage an irgendwas. Jetzt haben wir ja wieder die Industrie dann gestillt. Ist ein bisschen komisch gemacht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht hat das auch mit diesem Bodenrichtwert zu tun, wo ihr mich schon des Öfteren darauf hingewiesen habt, dass ich da ein bisschen mehr drauf schauen soll. Ja, dass ich deswegen hier so wenig Nachfrage habe, ne? Das ist ein bisschen komisch. Ich weiß, bei SimCity war das immer so, dass sich die Balken immer also gegenseitig so ein bisschen aufgepusht haben. Wenn du halt Industriegebiet gebaut hast, dann kam danach dann immer irgendwie, keine Ahnung, Gewerbegebiet oder so, und dann Gewerbegebiet brauchte dann wieder neue Einwohner, und das war halt, hat sich dann immer so ein bisschen relativ gut die Waage gehalten. Hier ist das ein bisschen komisch, dass das immer so komplett niedrig ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon relativ viele Gebiete jetzt ausgewiesen habe und die halt auch, ja, genug Zeug haben, wo sie sich bebauen können. Könnte auch sein. Was haben wir hier? Irgendwas ist doch hier gerade ein Problem. Nicht genügend Verkaufswaren. Okay. Na gut, weiß ich auch nicht, wie ich das jetzt beheben soll. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. So, was machen wir hier oben? Da noch eine Brücke ziehen. Das machen wir mal. Ja genau, mit den Mods, ne? Ich hatte ja gesagt, ich wollte mal ein paar Mods auch ausprobieren. Habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut. Und ich glaube, ich werde das auch ein bisschen anders machen. Ich werde die Stadt jetzt hier wahrscheinlich nicht mehr allzu weit spielen, denn das ist jetzt so, ja, weiß nicht, das ist ja jetzt so meine erste Stadt, und ich habe so das Gefühl, dass ich halt auch, also dass man das hätte besser bauen können. Das ist jetzt so, ich bin jetzt so an einem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt an der Stelle habe ich das Spiel mich da so ein bisschen mit vertraut gemacht, und jetzt würde ich ganz gerne nochmal neu anfangen und das vielleicht alles nochmal ein bisschen hübscher machen, ein bisschen besser machen. Ich weiß noch nicht, ob ich das so machen werde. Bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Und ja, da würde ich dann halt auch Mods mal ausprobieren, ja, sozusagen so in der zweiten Staffel oder so vielleicht. Müssen wir mal gucken, ob ich das so machen werde, weil mich nervt das ja auch, wie gesagt, mit den Gebäuden. Ich glaube, man kann die Mods aber auch einfach immer so mit dazu installieren, also ohne, dass man da irgendwie Probleme hat, ne? Müssen wir mal schauen. Bin ich mir noch so ein bisschen unschlüssig, wie ich das in Zukunft hier fortsetze. Hier unten, wir haben, wie gesagt, wieder keine Nachfrage. Vielleicht schaue ich dort wirklich nochmal, wie man das mit dem Bodenrichtwert jetzt hinbekommt. Ich habe ja hier ein paar Parks noch nachgebaut gehabt. Das war hier unten irgendwo, ne? Freizeit. Ah, genau, die Parks sind auf jeden Fall die Freizeit. Richtig? Ja, Parks werden hier bei Freizeit, Parks und Plätze. Zugänglichkeit. Einzigartige Gebäude. Haben wir auch schon zwei gebaut. Haben wir da vielleicht nochmal was Neues, was wir bauen können? Was ist das hier? Die haben wir schon gebaut. Quelle von Leben und Tod. Fehlt uns aktuell ein bisschen Geld. Hier fürs Expo Center oder so. Das wäre doch ganz cool. Turm der hohen Zinsen. Oh ja, der würde auch schön hier reinpassen. Ein Stadion. Ein Stadion wäre auch cool. Hier unten am Wasser oder so. Da fehlt mir aktuell das Geld für alles, ne? Was kostet denn sowas? Hab doch eigentlich relativ viel Geld, 200.000, okay. Nun gut, ja, wie machen wir das jetzt? Rohstoffe, ausgehende Verbindungen. Ich werde es, glaube ich, nie finden. Feuersicherheit, Verschmutzung, Verkehr, Bodenrichtwert, da ist er doch. Ah, hier unten sieht's gut aus. Hier sieht's gut aus, da wird's grün. Wahrscheinlich wirklich wegen den Parks, ne? Da haben wir einen Park. Haben auch die Feuerwehr und so weiter, denke ich. Die war ja hier auch irgendwo an der Ecke. Genau, da wird es dann grün.
Hier unten ist relativ blau, ne? Gut, ich weiß wie gesagt nicht, wie man da, was man dagegen machen kann. Hier wurde auch gerade ein Haus aufgewertet. Ah, ich glaube, das ist das hier, ne? Bilden Sie mehr Bürger, um Stufenaufstieg vom Gebäude zu ermöglichen. Sorgen Sie für Bildungseinrichtungen. Wie sieht's aus mit der Bildung? Sehr schlecht. Okay, da müssen wir uns da mal drum kümmern. Da haben wir die Bildung. Dann bauen wir nochmal eine Grundschule hier hinten hin. Na, hier vielleicht neben den Friedhof oder so. Da so hin. Eine Hochschule haben wir. Können wir hier unten noch eine gebrauchen. Ja, da so hin. Und eine Uni, ne? Eine Uni haben wir da eine. Dann bauen wir hier oben noch einfach eine hin. Also gegenüber vom Krankenhaus einfach. Warum nicht? Warum nicht? So. Uni dicht am Bahnhof. Können auch die Leute von außerhalb mal herkommen zum Studieren oder so. Vielleicht auch ganz nett. So. Und jetzt schauen wir uns nochmal den Bodenrichtwert an. Ich glaube, das war das Ding hier. Wird das jetzt ein bisschen besser? Okay, es wird von... Niedrig ist ja, wenn es so weiß ist hier, ne? Und es wird jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen dunkler. Das heißt, durch diese Gebäude und so können wir das auf jeden Fall steigern. Genauso wie hier unten. Was fehlt denn hier unten? Wir lesen wir da doch mal nach. Erhöht den Bodenrichtwert um die Verbesserung von Gebäude. Parks und gute Dienstleistungen. Okay, dann hier unten vielleicht noch ein paar Parks. Kein Geld mehr. Na gut. Nun gut, nun gut. Da müssen wir jetzt wohl erstmal wieder warten. Machen wir wieder ein bisschen schneller. Und ja, wie sieht's aus? Was brauchen wir? Wieder nix. Wie schon die ganze Zeit. Hier hinten ist ein bisschen was abgerissen. Da müssen wir noch ein paar Wasserdinger nachziehen. Da waren wir noch nicht auf der Höhe. So. Was ist hier? Verlassene Gebäude, ja. Naja, wollen wir da jetzt mal durchgehen? Einmal durch die Stadt und hier die Dinger mal so ein bisschen abreißen? Kann man nicht mal machen. Vielleicht erhöht das auch den Bodenrichtwert. Könnte ich mir gut vorstellen. Machen wir das einfach mal. Da kommst du auch nicht mehr raus, ne? Wenn du jetzt einmal anfängst damit, dann machst du das wahrscheinlich den ganzen Tag. Machst du nichts anderes als Gebäude einreißen. So. Darum ist dieses automatische Ding eigentlich schon ganz cool. Ja. So. Da noch ein Häuschen. Da brennt's gerade. Können wir auch mal gucken, wie es mit der Feuerwehr und sowas aussieht. Das wird wahrscheinlich den Bodenrichtwert dann auch wieder noch ein bisschen erhöhen. Oh je, das ist echt viel hier zum Abreißen. Viele leere stehende Gebäude. Die haben wahrscheinlich alle keine Waren, ne? Haben wir auch gerade nicht so Nachfrage nach. Ding brennt gerade, reißen wir schnell ab. Ich weiß nicht, muss man das hier öfter machen mit diesem Abreißen? Ist vielleicht gar nicht schlecht, ne? Aber ist vielleicht nicht schlecht, aber ist ganz schön nervig. Das muss ich jetzt mal ehrlich so sagen. Weil es sind echt viele Häuser, die man hier mal abreißen muss. Vielleicht auch, weil meine Stadt nicht so gut läuft. Wir hatten ja immer diese Müllprobleme. Da können wir auch gleich mal nochmal nachgucken, ob sich das wieder so ein bisschen gelegt hat. Huch, jetzt habe ich da ein richtiges Gebäude abgerissen. Das wollte ich natürlich nicht, aber das passiert hier halt im Eifer des Gefechts so. So was da oben noch. Haben wir noch so ein paar Häuser. Und hier unten noch. Da haben wir noch eins. Da, da. Da, so. Schick, schick. Okay, hier sind auch noch ein paar, die angezeigt werden. Ah, ne, wie gesagt, das geht mir jetzt auf den Sack. Dann habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Hier die ganze Tag hier Häuser, die ganze Folge Häuser abreißen. Das ist auch nicht so cool. Was ist hier? Die Mülldeponie ist wieder leer. Die können wir freigeben. Die ist wieder voll. Ja, genau. Da, die machen wir leer. Sieht's da aus? 83%, dann können wir die auch mal leer machen. So. Was ist das hier? Ölkraftwerk. Nicht genug Treibstoff. Warum das denn? Wo kriegen wir denn Treibstoff her? Sorgen Sie dafür, dass die Treibstoff-LKWs das Gebäude von außerhalb der Stadt erreichen können. Ja, das sollten sie doch machen, oder? Gut, wie sieht's aus? Hm, ich
Ich wollte hier ganz gerne mal nach den Transportdingern gucken. Können wir da vielleicht so einen Bahnhof, Zuglinie, Güter, okay, U-Bahn. U-Bahn wäre natürlich auch mal ganz cool, das mal zu bauen. Genau das hier wollte ich gucken, eigentlich Schiff. Dass die hier mit dem Schiff die Sachen bringen können. Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Hier fehlt Strom, ne? Ja, genau, klar. Wenn hier das Ding nicht beliefert werden kann, dann fehlt natürlich Strom jetzt. Ach je, Probleme über Probleme. Ich glaube, ich habe das alles nicht so gut durchdacht hier mit meiner Planung. Hier haben wir nämlich auch den dicken Stau. Gucken wir uns doch mal den Verkehr an. Ja, Stau des Todes, ne? Hier überall. Da haben wir den Stau. Die wollen natürlich nach da oben und nach hier unten. Ah, und da haben wir auch den dicken Stau. Wir hätten mehr... Ja, ich glaube, wir hätten das ein bisschen anders bauen müssen. Ne? Wir hätten das alles so ein bisschen mehr... Ja, auseinanderziehen müssen, glaube ich. Oh, was ist hier hinten? Was geht hier ab? Auch kein Strom. Brauche ich noch ein Kraftwerk jetzt? Will ich eigentlich nicht. Was ist denn hier mit so einem Wasserkraftwerk? Wie viel Geld haben wir denn? Wir haben eigentlich ganz gut Geld. Solarkraft. Können wir hier bauen? Ne, das ist außerhalb, ne? Solarkraft sollte ja jetzt nichts kosten, oder? Glaube ich. Ich hau jetzt hier einfach so ein Solarkraftwerk-Dings hin. Damit sich das wieder beruhigt. Ja, ich glaube, man hätte so ein bisschen vielleicht so ein bisschen mehr auseinanderbauen sollen, ne? So diese Gebiete nicht so... Ja, wie ich das jetzt gemacht habe, ein so ein Riesengebiet. So hier, ne? Dass du halt ein so ein komplett Riesenteil hast. Wo dann sich hier bei der Autobahn, dass du dann halt so Nadelöhr hast, das ist halt irgendwie ein bisschen blöd. Man hätte vielleicht versuchen sollen, hier vielleicht ein kleines Wohngebiet zu machen, dann ein bisschen weiter weg, vielleicht so ein bisschen Industriegebiet, was dann eine gute Autobahnanbindung hat. Dann vielleicht warten, bis man hier hinten vielleicht was freischaltet, dann hier vielleicht nochmal ein kleines Wohngebiet, ja, und die Wohngebiete mal so ein bisschen mit so Gewerbegebieten mischen, nicht so wie ich das hier gemacht habe mit den, dass man so ein Gewerbegebiet so direkt bei den Wohngebieten, ja, dass man die auch so komplett aufsplittet, sondern dass man immer das so ein bisschen mischt. Das wäre vielleicht ganz cool gewesen. Weiß ich nicht genau. Wie sieht's denn aus jetzt mit dem Bodenrichtwert? Geht das mal ein bisschen hoch? Also hier sieht's auf jeden Fall schon ganz gut aus, denke ich. Ich weiß nicht, was hier noch fehlt. Man kann wahrscheinlich auch über die Richtlinien da so ein bisschen was pfuschen. Dass man das so ein bisschen besser macht. Hier zum Beispiel mit... hier mit den Steuern, da kann man wahrscheinlich noch ein bisschen Geld rausholen, auf jeden Fall. Hightech-Wohnhäuser. Da erhöht den Bodenrichtwert etwas. Damit kann man das zum Beispiel auch erhöhen. Industrie. Ah, da könnte man auch noch sehr viel mit wahrscheinlich machen, denke ich. Gibt halt sehr viel, was man in dem Spiel so an sich irgendwie einstellen kann und so, womit man seine Stadt wahrscheinlich noch verbessern kann. Hier sind alle Gebäude irgendwie wieder im Arsch. Ja, da müsste ich jetzt wieder hingehen und wieder alles abreißen. Habe ich jetzt aber keine Lust zu. Boah, habe ich jetzt keine Lust zu. Gut. Das hier finde ich eigentlich auch sehr schön, ne? Dass das sich halt... wir haben eine Hauptstadt erreicht. Wir haben das nächste Ding freigeschaltet. Hier, es gibt das nächste... den nächsten Bereich. Wir können Schiffe bauen. Wir könnten jetzt hier einen Frachthafen ansiedeln. Interessant. Gut. Was wäre das nächste? Eine kolossale Stadt, da können wir dann ein Kernkraftwerk bauen und würden auch das nächste Gebiet hier wieder freischalten. 9 Gebiete gibt es ja insgesamt. Ja, wie viel haben wir jetzt? Wir haben aktuell 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, 4 haben wir freigeschaltet. Genau, 4, 1 hatte man ja schon am Anfang an und 9 Stück kann man freischalten. Ich würde jetzt wahrscheinlich das hier nehmen. Das hatte ich ja schon die ganze Zeit angekündigt, dass ich das haben will. Und jetzt könnten wir hier dann weiterbauen. Jetzt könnten wir hier dann wirklich mal eine Autobahnanbindung noch machen, eine zweite. Hier wollte ich eigentlich auch noch eine Autobahn so drüber ziehen. Aber wie gesagt, ich bin mit dem Konzept von der Stadt irgendwie nicht mehr so zufrieden. Was machen wir da? Schwierig. Oh, unsere Industrie geht auf jeden Fall mal wieder hoch. Vielleicht machen wir hier nochmal ein kleines Industriegebiet irgendwo hin, hier oben. Gibt es da irgendwelche Rohstoffe? Öl würde es da geben. Ja, machen wir doch da einfach mal... Da muss ich hier auch wieder die Autobahnauffahrt machen, ne?
Ja, wie machen wir das am besten? Fangen wir da jetzt noch was an? Fangen wir da jetzt noch was an? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war es erstmal mit der Stadt. Ich glaube, ich habe da irgendwie... ich weiß nicht. Mir fehlt da irgendwie so der Ehrgeiz, das jetzt noch irgendwie zu retten. Und das irgendwie hübsch zu machen. Ich meine, die Stadt läuft ja eigentlich, ne? Das läuft ja eigentlich. Sieht auch ganz nett aus hier, finde ich alles. Aber ich hätte, glaube ich, wahrscheinlich... wenn ich nochmal anfangen würde, würde ich es wahrscheinlich ein bisschen anders bauen. Ich habe jetzt meine Erfahrung gesammelt. Ich denke, ich habe euch auch ganz gut gezeigt, wie man das Spiel... Also, was das Spiel so kann. Das Spiel macht auf jeden Fall riesen Spaß. Und ich kann es auch uneingeschränkt weiterempfehlen, ja. Wer so auf so diese Städteaufbausimulation oder sowas steht, der macht hier auf jeden Fall keinen Fehler, wenn er sich das Spiel kauft und zulegt. Und ja, es gibt hier viel zu tüfteln, sehr viel zu fummeln. Hier, man sieht es hier, der ganze Verkehr, kommen hier alle nicht mehr weiter. Ja, viel zu tun, viele Probleme, um die man sich kümmern muss. Man kann das Ganze mit Mods optimieren, dass man hier diese Gebäude zum Beispiel wegmacht, was halt... bisschen nervig ist. Es ist nicht so gut gelungen mit den verlassenen Gebäuden. Aber ja. Und dann auch das hier gefällt mir nicht so gut, dass man das von Hand klicken muss. Aber auch dafür gibt es Mods. Das ist halt sehr schön gemacht in dem Spiel. Sehr schön gelöst. Und ja, worauf ich hinaus will. Ich denke, ich werde das Let's Play hier an der Stelle jetzt erstmal beenden. Ja, das wird jetzt wohl die erste Staffel sein, wo ich jetzt mal so ein bisschen mich ausgetobt habe, so ein bisschen rumprobiert habe, das Spiel so ein bisschen kennengelernt habe. Und ich denke, ja, ich werde wahrscheinlich für mich so privat nochmal ein bisschen spielen und mir dann mal, ja, mal überlegen, ob wir dann nochmal eine zweite Staffel starten. Ich könnte es mir gut vorstellen. Das hier sieht auch sehr schön aus, ne? Mit diesen ganzen Hochhäusern jetzt schon. Sind die schon auf der höchsten Stufe? Nee, die gehen noch höher, ne? Okay, da gibt es noch einiges zu entdecken. Ja. Das sieht doch ganz cool aus. Aber wie gesagt, also viel zu tun auf jeden Fall, viel zu verwalten in den Städten und viele kleine Details, die man hier machen kann. Wir haben ja auch noch nicht mal viel mit dem Verkehr hier geschraubt. Wir haben hier so irgendwie zwei läppische Buslinien gemacht. Da könnte man wahrscheinlich auch noch sehr viel rausholen. Und sehr viel verbessern, sehr viel... Ja, sehr viel machen. Und... Ja. Sieht echt nett aus. So die Stadt an sich, finde ich. Wenn nicht diese ganzen Probleme wären. Ja, wie gesagt, aber ich werde das jetzt hier an der Stelle erstmal beenden. Das wird jetzt sozusagen dann die erste Staffel gewesen sein, wo wir dann halt ja mal so ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Wie gesagt, ich kann das Spiel uneingeschränkt empfehlen. Ich glaube, ich habe auch den Link in meiner Videobeschreibung. Könnt ihr mal gucken. Ist auch gar nicht so teuer, also auf jeden Fall billiger als SimCity es damals war. Und ja, schaut mal rein und probiert es halt selbst aus, wenn ihr auf solche Spiele steht. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch und ja, vielleicht starten wir nochmal eine zweite Staffel, müssen wir mal gucken, könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, was also, ob ihr das nochmal sehen wollt oder ob ihr sagt, nö, muss nicht unbedingt sein. Ja, ich bin da natürlich auch immer auf euer Feedback angewiesen und ja, hoffe, ihr seid dann bei vielleicht einem anderen Let's Play dann oder so auch dabei. Macht's gut, bis dann, ciao.